Die alten Brauereigründe sind der Ort eines neuen Großprojekts. 5 Bauträger werden in den nächsten Jahren auf dem Grundstück etwa 870 Wohneinheiten erbauen. Wir waren beim Spatenstich fürs erste Wohnhaus dabei. Auf der Hopfenstraße, also wie der Name schon sagt, wo einmal der Hopfen für das Bier der Brauerei Schwechat vor sich hingehrte, wurde von der niederösterreichischen Wohnbaugruppe MBG zum feierlichen Spatenstich geladen. Die Schlüsselübergabe für die neuen Wohnungen soll im Herbst 2019 stattfinden. Auch wenn die Bauarbeiten in der Kernzone von Schwechat zunächst vielleicht eine gewisse Belastung darstellen, sollen als Ausgleich auch Grünflächen und ein Kinderspielplatz entstehen, die allen Schwechatern letztendlich zugutekommen. Wir haben hier einen wunderbaren Plan. Das wird ein wirklich charmantes, schönes, bebautes Areal werden. Und wie gesagt, ich denke, für die Stadt ist besonders wichtig, dass die Menschen, die zu uns neu dazuziehen, auch sich hier wohlbehalten, aufgehoben fühlen. Wie viele neue Wohnungen bzw. Bürger erwarten Sie hier? Also es werden ca. 870 Wohneinheiten errichtet. Und wie groß die Familien und Gruppen sein werden, die hier einziehen, davon müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Aber wir werden bis dahin gewappnet sein, dass wir auch infrastrukturell alles das bieten können, was die Leute sich wünschen und was ihnen auch zusteht, wenn sie in unsere schöne Stadt ziehen. Die 5 Wohnbauträger haben sich zusammengefunden unter der Federführung von der MBG. Und von Beginn an haben wir die Gemeinde Schwechat eingebunden. Und daher passt das Einvernehmen mit der Stadtgemeinde, mit dem Bauamt und alles, was dazugehört. Und wir haben geschaut, dass auch hier ein großer Freiraum geschaffen wird. Grün, Kinderspielplätze, dann gemütliche Infrastruktur. Und das ist, wie die Frau Bürgermeister gesagt hat, ja, ein neues Objekt hier mit über 800 Wohneinheiten. Und hier sollen sich alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die eine Wohnung hier wollen, sollen sich wohlfühlen. Und natürlich auch mit Unterstützung des Landes Niederösterreich durch die Wohnbauförderung. Zum einen muss man sagen, eine Bauphase ist natürlich immer die schwierigste Phase von dem ganzen Bauvorhaben, weil natürlich ist es am Anfang laut und es staubt etc., aber die entsprechenden Maßnahmen müssen ja auch eingehalten werden. Das heißt, es muss auch die trockene Erde und so weiter bewässert werden. Also da mein eigenes Steckenpferd, die örtliche Bauaufsicht, weiß ich genau, von was ich da spreche. Und da ich mein Büro hier auch genau als Anrainer quasi habe, werde ich ja natürlich persönlich darauf schauen, dass das auch eingehalten wird, damit ich nicht selber zu sehr darunter leide. Aber eine Bauphase ist eine Bauphase, das kann man nicht ändern. Da ist staubig und da wird es einen Lärm geben. Nur die Maßnahmen müssen natürlich auch zum Wohle der Anrainer eingehalten werden, um das hintanzuhalten. Aber zum Trost gibt es nachher Grünflächen und einen großen zentralen Kinderspielplatz, habe ich gehört? Richtig, das war eine der zentralen Themen, die wir in den letzten Quartalssitzungen herausarbeiten konnten, dass diese zentrale Grünfläche mit den fast 3.500 Quadratmetern und dem Spielplatz, der eigentlich von den 5 Genossenschaften errichtet wird auch, aber dann auch betrieben werden sollen, dass wir den als einen öffentlichen Spielplatz übernehmen werden nach der Herstellung durch die 5 Genossenschaften und so für die gesamte Umgebung hier auch diesen riesigen öffentlichen Spielplatz mit dieser wunderschönen Grünanlage zur Verfügung stellen können. Sie haben über die Wohnbauförderungen gesprochen. Ja, wie viel kann man sich da in etwa vorstellen, die die Bauträger als Unterstützung bekommen? Durch das, dass ein Teil frei finanziert ist, ja, kann man das nicht pro Wohnung aufrechnen, sondern die Summen, die für die Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, sind auf diese einzelnen Wohnungen definiert. Also die genaue Zahl würde ich so jetzt nicht nennen, sondern die würden wir lieber nennen, wenn wir fertig sind, weil es doch ein erklärlicher Teil ist und weit, weit über dem gesetzlichen Standard drüber ist. Aber jedenfalls das Land Niederösterreich bemüht sich, dass Wohnraum geschaffen wird für junge Familien. Das ist eine der wichtigsten Vorhaben des Landes Niederösterreich schon so wie in der Vergangenheit auch für die Zukunft ausreichend Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, um jungen Leuten das Wohnen leistbar zu machen.